Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Hier sind wir wieder. Wir haben ein Level Up in Minenarbeit Stufe 2. Das heißt plus 1 Spitzhackeneffektivität und neues Herstellungsrezept Treppen. Jetzt können wir Treppen bauen. So, wird gespeichert. Immer wenn man schlafen geht, wird gespeichert. So, hier sind wir wieder. Was sagt denn der Fernseher? Wetterbericht. Morgen, teils wolkig mit einer leichten Brise, erwartet eine Menge Pollen. Wahrsager? Höchst unzufrieden. Okay, sie wollen mir das Leben schwer machen, alles klar. Naja, wir werden sehen. So. Ah, wir müssen wieder mal gießen. Aha. Wenn man nichts eingepflanzt hat, dann gehen die Felder trotzdem kaputt, wie man hier sieht. Schade, jetzt haben wir hier Dünger zu umsonst hingebracht. Hoppla. Hier, Gießkanne. Erstmal kriegt die Katze hier Streicheleinheiten. Jawohl. Dann kriegt sie ein bisschen Wasser. Platsch. Wieder daher gelegt wie ein Pfannkuchen. So, gießen. Ja, und das ist das, man kommt an dem Bodenstaudending nicht vorbei. So. Ja, heute das Eierfest. So. Immer schön gießen hier. Ja. Ja, Blumenkohl braucht ewig, die Gießkanne ist auch leer. Ja, ich sollte doch gucken, dass ich Saat hierfür habe. Weil sonst ist es blöd. So. Sense ist auch gut, aber wir haben ja ein Schwert. So, wir gehen einfach mal ins Dorf. Mal schauen, ob das Eierfest schon da ist, aber ich glaube nicht. Jetzt dürfte man eigentlich noch rein können, oder? Ach, die heutige Veranstaltung wird gerade vorbereitet. Komm später zurück. Ah, ja, wir dürfen halt mit dem Ortskern hin. Ist auch gut. Oh, er hier. Willi, wenn Fischen wieder etwas beliebt wird, erweitere ich vielleicht mal meinen Laden. Warum mal, bist du heute hier, hm? Haben sie sich auch vom Strand verdrängt? Eierfest hat begonnen am Stadtplatz. Ah ja, gut. Wollen wir gleich hingehen? Ach komm, wir haben noch ein paar Minuten. Bis 14 Uhr können wir hingehen. Ich möchte dann mal gucken, ob hier unten wieder neuer Lauch gewachsen ist. So. Es lohnt sich immer wieder mal vorbeizugucken. Oh ja, seht ihr? Lauchzwiebeln, oder Frühlingszwiebeln. Es klappt nicht gleich, aber naja. So. Lalalala. Jetzt können wir aufs Eierfest gehen. Wollen wir doch mal gucken, was das hier genau ist. Müssen wir da Ostereier suchen oder was? So. Ach, da kommt sie auch. Ah, ja. Unsere Hennen mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten, sagte Shane. Sie verdienen nur das Beste heute Abend, eine Runde saftigen goldenen Mais. Na, du bist auch hier. Keiner redet wirklich mit mir, ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Ach, armer Linus. Und du hier? Gibt es irgendwo noch mehr zu essen? Alter Fresser Clint. Hehe, ich habe den Punsch etwas aufgebessert. Pam, ich glaube, dann will ich den nicht trinken. Psst, das bleibt unter uns, Kindchen. Ja, dann will ich ihn garantiert nicht trinken. Eier scheint etwas merkwürdig, sowas zu essen. Demetrius, magst du etwa keine? Bist du Vegetarier?
Ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Aber liebe Gassier, Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Na ja. Jody, Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Ich bin schon seit Tagesanbruch wach und färbe Eier, mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Ach, Emily. So, wen haben wir denn hier? Maru, ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte, dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Ah, wir haben auch gar keine Zeit gerade im Moment angeblendet. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Ja. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Ja, lieber Vincent. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sie sich alle schnappt, sagt die Yasia. Wen haben wir hier? Lea. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Ja. Ich weiß auch warum, aber ich darf es nicht verraten. Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Ja, Elliot. Ich glaube, du arbeitest eh nicht viel, so wie du aussiehst. Wer ist das? Marni, willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hennen. Ah ja. Das ist der Bürgermeister. Wir hatten noch was zu erzählen. Ihr hier. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nicht so einen freien Tag mit Freunden zu plaudern. Abby liebt die Eiersuche schon von klein auf. Ach, du auch? Selbst mit meinem Beinproblem verpasse ich nie ein Stadtfest. Ach, er ist auch hier. Und die Omi. Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Und du? Worüber sind alle so glücklich? Ach, George. Eier, warum Eier? Der kann nie glücklich sein. Verbitterter alter Mann. Alex, ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Okay. Irgendwann brauche ich das. Ich brauche das Protein für meine Beine. Für die Muskeln, oder? Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz, sagte Haley. Tja, jeder freut sich über irgendwas. Und hier? Sebastian, es gab mal einen Eierwettbewerb mit faulen Eiern. Ja, das hat ja bestimmt Spaß gemacht. Bürgermeister Louis hat dem schnell ein Ende gesetzt, das glaube ich mir. Ist auch gut so. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Und du? Schnief. Meine Nase. Schnief, Naseallergien. Ach, armer Sam. So, und du hier? Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Ja, Dr. Harvey. Ups, ich sollte für den Moment meine ärztlichen Ratschläge verkneifen, okay. Ja, dann tu das. Und was ist mit dir? Hey, stehen bleiben. Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Naja, bis Sommer, dann kommen die heißen Temperaturen. Bring schließlich den faulen Kuchen an den Tag. Rapfideifi. Faule Eier. Uah. So, dann reden wir mal mit dem Bürgermeister. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Ja, lass uns anfangen. So, okay. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivität. Die jährliche Eiersuche. Ups. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Gier noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. So, geht's los? Hm? Nun denn, sind alle bereit? Lasset die Eiersuche beginnen. 5. Ah, ich sehe schon eins. Hier ist eins. Hier ist eins. So, da hinten kommt man gerade, oder? Nee. Kommt man gerade hin. So, wo sind noch Eier? Hier.
Da ist eins. Da ist eins. So, ich will hier durch. Ich habe doch keine Zeit. La 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 la. Hey, komm her. La 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 la. Null. Nein. Da wäre noch eins. So. Und? Ich habe nicht gewonnen. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. So, und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Und wer ist es, Trommelwirbel? Abigail. Ja. Hier ist dein Preis, Abigail. Viel Spaß. Was kriegt sie denn? Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Echt schon vorbei? Es gibt keinen zweiten drin Platz. Das finde ich ein bisschen öd. Oh. Jetzt ist schon wieder dunkel. 22.10 Uhr. Und ich habe noch einen Haufen Energie. Ey, das geht so nicht. Ach komm, dann fäll ich halt noch ein paar Bäume. Weil, was soll ich da jetzt schon ins Bett gehen? Knatz. Das ist natürlich ein bisschen komisch, dass dann gleich dunkel ist hier. Ahornsamen ist aus dem Baum gefallen. So. Ja, was soll man denn machen, wenn es hier schon dunkel ist? Dann machen wir das halt schnell, ne? Möglichst schnell Energie verheizen. So, blub, blub, blub. So, hier haben wir noch. Holz brauchen wir sowieso, ist früher oder später. Was ist denn da hinten noch? So weit habe ich nämlich noch gar nicht hintergeguckt. Es wird spät, ja, ich weiß. Aber ich möchte meine Energie noch verbraten. So. Dann machen wir hier noch Huggy Huggy. So und so. Ja, was ist denn hier im Weg? Hey, hallo. Hallo. Komme ich wieder raus? Ja, komme ich. Gedacht, dass ich jetzt eingesperrt wäre. So. Energie 7. Ja, die Zeit rennt gerade wieder. Ich muss doch ins Bett rechtzeitig. So, Platz müssen wir noch im Inventar haben. Geht's nicht an die Kiste? So, da ist die Katze. Ja, dann gehen wir ins Bett. Jo, gute Nacht. Fortschritt wurde gespeichert. So, guten Morgen. Ja, wir haben jetzt hier nichts gekommen gerade. Na egal, wir haben nichts verkauft. Was sagt denn der Wetterbericht? Für morgen wird ein wunderschöner Tag, also sonnig. Wahrsager? Neutral, okay. Der Tag liegt in deinen Händen. Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist... Kohlsalat. Stellst du dir fade, schlaffe Kohlberge vor? Das geht nicht nur dir so. Aber ein guter Kopfsalat kann so viel mehr sein. Hierfür benötigst du saftigen, frischen Kohl. Vermische ihn mit ein wenig Essig und Mayonnaise und schon bist du fertig.
Ah, so knackig und frisch. Du weißt bereits, wie man Kohlsalat macht. Oh, na gut. Schade. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Tee trinken. So. Okay. Ah ja, die Bohnen sind schon ein bisschen gewachsen. Die sind fertig hier. Passt die Nagen. Shit, jetzt habe ich es zerstört. Ah nee. Okay, niemals beim Rupfen die Axt in der Hand halten. Ha, das ist aber ärgerlich. Nein. Ich möchte da was in die Truhe legen. Das Harz wieder mal. Dann das Zeug hier. Kohle. Okay, Moment. Das hier Pastinake. Braucht man eine Pastinake beim Dings da? So. Folgendes. Booms. Da meint mir, der Ofen hebt gleich ab, ey. So. Rein mit dir wieder. Wir könnten doch noch mal hier basteln, oder? Hä? Na nü. Ah, da ist er hingerutscht. Lagerfeuer. Machen wir uns neue Müsliriegel. Pastinaken. So, wieder reinräumen. Ich muss mal gucken, ob die Götter hier irgendwas von dem Zeug wollen. Nee. Eichenharz, Ahornsirup. Aha, interessant. Meucheln. Ich weiß nur noch nicht, wo ich Pilze kriege hier. Und Palmen, da müsste man eigentlich am Strand gucken, oder? Sammeln. Da fehlt eigentlich bloß noch der Lauch. So. Glaub, die Pastinaken. Und so behalten wir mal den Lauch auch. So. Dann gießen wir mal, würde ich sagen. Gießkanne her. Ach, die haben wir schon. Habe ich die vergessen wegzulegen das letzte Mal? Ja, guck und da. Schade, schade, schade mit dem Feld hier. Da muss ich mal Saat kaufen gehen. Das sollte man eigentlich gleich wieder bestellen. So. Es gibt auch Sprinkler später. Habe ich irgendwie gelesen. Die dann die Bewässerung übernehmen können. So. Ja. So, die Katze bekommt auch noch was. Die muss auch noch gekuschelt werden. Ja. Ich sollte das mal lassen, einfach irgendwelche Sachen zu gießen. So, wow, vom Gießen und so, da haben wir jetzt schon so viel Energie verloren. Das ist mal wieder, weil wir zu spät ins Bett sind. So. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal ins Dorf geschwind und gehen noch was kaufen. Weil eigentlich ist es schade drum, wenn wir das so lassen, ne? Dass die Felder sich da dann zerstören. Piep, 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 piep. Ach stimmt, das hat er noch geschlossen. Aber da hängt eine Notiz. Ach genau, heute hat Haley Geburtstag. Aushilfe. Was will der haben? Katzenfisch, puh. Aber ich glaube, Katzenfische kommen bloß bei Regenwetter. So viel ich mal gelesen habe hier im Wiki. Das lasse ich mal weg. So, mal wieder Wühle, Wühle machen hier. Hä? Zerbrochene Tee? Die sind wirklich Müll. So. Wir haben ja gerade ein bisschen Zeit, wir können ja ein bisschen wühlen machen hier.
So. Okay. Lalalalalala. Weil wir können ja mal probieren angeln, aber Katzenfische definitiv eigentlich nur bei Regenwetter. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Seefische sind oder ob die im Meer kommen. Das muss man ja auch beachten. Man hat einen Hase. Ah, ein Müsliriegel, wie geil. Könnt ihr auch ein Müsliriegel schenken? Hm? Hallo, Das Wetter ist heute interessant, oder? Naja, gut, es ist schon wieder da. Entschuldige. Ja, wo ist denn die. Wer hat heute nochmal Geburtstag? Habe ich schon wieder vergessen. Und dann müsste ich die ja wieder suchen, wo die ist. Hayley. Okay, Hayley hat Geburtstag. Ja, ich habe aber nichts Aufregendes eigentlich für sie zum Erschenken. Kann ich das hier weghacken? Ja. Da haben wir schon gewühlt. Was ist das hier? Kann man nicht weghacken? Okay. So. Muh, die Kuh. Jetzt muss ich ja meine Kiste und Blume rausholen. Oh, Löwenzahn. So. Ah, hier gibt es heute nichts zum Einsammeln. Okay, jetzt ist aber auch schon 9. Jetzt hat der Dorfladen offen. Der hat nur Mittwochs, glaube ich, Ruhetag. Ja, Mittwochs. So. Ja, das dauert ein bisschen. Schade, dass man keine Schnellreisefunktion mit der Karte machen kann. Man muss hier halt immer alles ablaufen. So. Supias, bitte mal. Saat im Angebot. Jo, was kostet euch der neue Rucksack? 10.000 Gold. Wow. Brutal, aber dann haben wir viele Blitze. So. Löwenzahn ist nicht so viel wert. Passt die Nagen. Komm, die verkaufen wir mal. Das auch. Ist jetzt egal. Wir haben Müsliriegel im Angebot. So. Was nehme ich denn? Passt die Nagen wieder? 4 Tage. Ist eigentlich eine schnelle Saat, wenn man so will. Komm, wir nehmen mal ein paar Pastinaken. So. Wie waren das mit Tulpen? 6 Tage. Grünkohl. Tulpen. 10. Ach, ein paar Kartoffeln. Ich mag Kartoffeln. Ups. Wir haben nichts mehr. Geht, dann nimmt es ja auch noch. So. Jawohl. Jetzt haben wir unser Geld für alles Mögliche ausgegeben, für Saat. Aber ja, wir müssen erstmal so richtig hier schön säen und dann können wir ernten und dann können wir auch Geld verdienen. So, ja gut, aber dann würde ich jetzt auch sagen, wenn ich schon wieder auf meine Uhr gucke, es wird Zeit, die Folge zu beenden. Wir haben das Eierfest ja erlebt. Ja, dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.